Ich freue mich, dass ich heute zum zweiten Mal im Kanal von goldsilbershop.de Benjamin Deutsch und Hans Hörtnagel von Investinvest dabei habe. Ihr beiden habt die letzten Tage damit verbracht oder habt die Wahlnacht durchgezecht, durchgeguckt und alles ganz live beobachtet. Und deshalb bin ich sehr gespannt darauf, ob ihr mir heute die Frage beantworten könnt, ob Donald Trump jetzt die Goldrakete zündet oder ob eventuell der Goldpreis ja zusammenbricht. Welche Auswirkungen hat die Wahl zu Donald Trump als Präsidenten auf Gold und Silber? Also ich freue mich, dass ihr da seid und gebe euch direkt das Wort. Servus, lieben, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns wieder zum zweiten Mal über Gold und Silber hier heute zu sprechen. Und wir haben natürlich wieder viel vorbereitet. Und übrigens, vielen, vielen Dank für das tolle Feedback beim ersten Video, was wir zusammen gemacht haben. Das goldene Dreieck scheint gut anzukommen. In dem Sinne sofort am besten das Video teilen, macht auf alle Fälle Sinn. Tim, du hast eine Sache schon gefragt, eine Frage gestellt, und zwar, was macht Donald Trump jetzt mit der Welt? Was macht Donald Trump mit den Edelmetallpreisen? Wo geht die Reise hin? All das werden wir heute detailliert beantworten. Eine Sache muss man voraus ganz klar sagen, Donald Trump in seiner Antrittsrede, die um circa 4 Uhr früh mitteleuropäische Zeit gehalten hat, wo die Wahl schon relativ klar war, hat er gesagt, es ist ein goldenes Zeitalter für die USA. Ein goldenes Zeitalter hat er ausgerufen, und damit spricht er an und für sich vielen aus der Seele und ja, vielleicht auch den kleinen Hinweis da für die Edelmetalle auch ein Stück weit mitgegeben. Die US-Wahl ist geschlagen. Wie gesagt, wir haben in der Wahlnacht noch gesagt oder am Wahlabend uns klar positioniert für Donald Trump, dass er die Wahl nicht nur gewinnen wird, sondern eine rote Welle über die USA hereinrollen wird. Und wir haben auch gesagt, wenn Donald Trump gewinnt, und das sagen wir seit Wochen, dann wird am Tag danach die deutsche Bundesregierung zurücktreten. Naja, sie ist nicht ganz zurückgetreten, aber sie ist im letzten Atemzug. Christian Lindner, die Ampel ist Geschichte. Christian Lindner wurde entlassen und das Ganze spielt sich jetzt einfach 1:1 so ab. Und da muss man einfach sagen, wenn man eben etwas von Geopolitik ein Stück weit versteht und das Ganze dann weiß mit den Märkten zu verbinden, dann kann man davon kräftig profitieren. Und das, Benjamin, glaube ich einmal, ist unser Spezialgebiet bei Investinvest. Absolut. Also wie gesagt, dem, wir haben auf jeden Fall eine harte Nacht hinter uns, eine aber unglaubliche Nacht. Es war nicht hart, sondern es war einfach so wunderschön, weil wir einfach 12 Stunden live waren und natürlich, wie dann eben die ganzen Zahlen reingekommen sind und auch die Marktreaktion, das war dann einfach schon sehr fulminant. Auf jeden Fall, heute sprechen wir über Gold. Wir schauen uns vielleicht mal heute die Agenda an. Gehen wir vielleicht mal jetzt zusammen kurz hier die Agenda an, was wir heute genau machen, was wir heute den Leuten auch mitgeben wollen. Auf jeden Fall, wir sind jetzt ja schon im November 2024 und wir schauen uns jetzt, wie gesagt, direkt hier mal an, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, jeden, den Investinvest generell interessiert, wir haben ein Buch, das kann man kostenlos downloaden. Da steht sehr, sehr viel drin, was jetzt auch passiert. Das wurde vor 5 Jahren geschrieben. Einfach unbedingt hier sich kostenlos downloaden, gibt es als Hörbuch oder als normales Buch. Und vielleicht ein kurzes Update auch zur Portfolio Performance. Wie gesagt, wir sind sehr transparent mit unserer Performance. Das heißt, wir zeigen auch wirklich, wie wir positioniert sind, was auch die Renditen sind. Das gibt es bei uns, wie gesagt, bei Investinvest im Mitgliederbereich hochtransparent. Das wird alle 2 Wochen abgedatet. Und wir sind mit Donald Trump gleichzeitig in das goldene neue Allzeithoch gestartet und sind auch sehr stolz über die Jahresperformance. Es läuft sehr, sehr gut und wir haben immer noch sehr, sehr viel Gold im Portfolio. Und wie es eben mit Gold weitergeht, das besprechen wir heute. Wir schauen uns zuerst an, Trump ist jetzt Präsident. Ist Gold eventuell am Top? Weil die Reaktion vom Gold- und Silbermarkt war erstmal sehr, sehr negativ, wo Donald Trump gewählt worden ist. Und deswegen müssen wir heute ganz kritisch uns anschauen, kann es sein, dass der Goldmarkt vielleicht ein kurzfristiges Top gemacht hat? Hannes, dann eben der Wahlausgang, aktuelle Lage zum Haus, Senat und Geopolitik. Ganz spannend, da passiert ja auch viel, auch wenn derzeit wenige Leute auf die Geopolitik schauen, es geht richtig zur Sache. Dann schauen wir uns ein Silber-Update an, weil ja beim letzten Update wir stark auch über Silber gesprochen haben und auch davon ausgehen, dass Silber Gold outperformt. Und dann schauen wir uns den weiteren Ausblick eben an für Gold und Silber. Ich glaube, das ist eine coole Agenda für heute und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich würde sagen, Tim, starten wir in die Geopolitik. Wenn es für dich passt, starten wir mal in die Wahlen hinein. Und zwar, wir fassen nochmal kurz zusammen, was in der Wahlnacht passiert ist, was mittlerweile offenkundig ist. Und zwar, die Nacht ist geschlagen, Donald Trump nicht nur gewonnen, Donald Trump fulminant eine rote Welle gewonnen. Wenn man sich die Detailergebnisse der USA anschaut, das wird in Europa natürlich in den Medien nicht so gerne berichtet. Man hat sich zu sehr anti-Trump positioniert, die letzten Jahrzehnte oder letzten Jahre zumindest. Aber Trump hat nicht nur gewonnen, Trump hat das Ding vernichtet. Muss man wirklich sagen, nicht nur, dass er alle Battleground States heimgeholt hat, 2 fehlen noch, sind doch nicht ausgezählt. Aber auch Nevada und Arizona wird er holen. Er hat in Popular
Vote fast 5 Millionen Stimmen mehr als Kamala Harris am Ende dann bei der Auszählung. Und damit muss man schon sagen, ist die Sache mehr als klar. Wenn man sich die Sache anschaut, auch mit den Counties, die einzelnen Counties, wie gesagt, wir sind da sehr tief in der Recherche drinnen, dann ist die ganze USA wirklich rot geworden. Man muss schon sagen, also auch vor allem die arbeitende Klasse, die steuerzahlende Klasse in den USA, die Wertschöpfung produziert in den USA, die ist nicht nur rot, die ist tiefrot, die ist republikanisch wie niemals zuvor. Und damit muss man sagen, hat Donald Trump die Zepter in der Hand. Schauen wir weiter, die Häuser in den USA, zwei Kammern, wie gesagt, Repräsentantenhaus und Senat. Beide Häuser ganz, ganz wichtig, vor allem für den Präsidenten. Der Senat von enormer Bedeutung, weil ohne Senat kann er an und für sich keine Höchstrichter, keine Richter ernennen, kann an und für sich wenig Gesetze durchsetzen, ist eine sogenannte lahme Ente. Aber auch hier, und auch das haben wir seit Wochen prognostiziert, auch wenn deutsche Medien uns da immer wieder auch genau das Gegenteil berichtet haben, aber man muss sagen, es war klar, was kommt. Und Donald Trump hat im Haus, im Repräsentantenhaus, derzeit sind 210 Sitze republikanisch und demokratisch 198. Es werden noch einige ausgezählt. Mit 218 hat man eine Mehrheit. Ich denke, das Haus wird auch eindeutig republikanisch werden. Und zum Schluss noch, wie gesagt, der Senat eben, die dritte Kammer. In der nächsten Folie drinnen sieht man, das sind mittlerweile 53 Senatoren sind republikanisch und damit auch hier eine Mehrheit, auf die es sich bauen lässt. Und in zwei Jahren sind Midterms Elections, dann wird wieder gewählt, die beiden Häuser werden gewählt und da hat Donald Trump mit seinen Republikanern einen bequemen Vorsprung jetzt, dass er wahrscheinlich nicht nur die absolute Macht in den USA die nächsten zwei Jahre, sondern wirklich die volle Präsidentschaft vier Jahre durchziehen kann. Was heißt das jetzt für die USA? Es sind nicht nur Republikaner ins Weiße Haus eingezogen und in den Senat und in die Häuser generell eingezogen, sondern man muss auch sagen, es sind natürlich auch Trump-treue Kandidaten in den Senat und damit hat Donald Trump wirklich eine Macht, die selten Präsident in den USA gehabt hat. Er hat nicht nur beide Häuser hinter sich, er hat die Höchstrichter der USA zum Teil selbst in der ersten Periode ernannt. Und damit eben auch mit den Höchstrichtern im Amt hat Donald Trump natürlich dann alle Zepter jetzt in der Hand. Er kann es definitiv die nächsten zwei Jahre, wenn nicht die nächsten vier Jahre, relativ, ja, ich sag's wie es ist, absolut regieren in den USA. Und das schmeckt natürlich sehr vielen in Europa gar nicht. Das schmeckt nur den Demokraten in den USA nicht, sondern auch sehr vielen in Europa nicht. Aber damit hat er das goldene Zeitalter ausgerufen und damit wird er auch alle seine Vorhaben, die er angekündigt hat, auch definitiv umsetzen. Man darf da nicht vergessen, wie gesagt, Elon Musk seine rechte Hand, Bobby Kennedy seine linke Hand, da kommt irrsinnig viel auf uns zu. Da werden Dinge auf uns zukommen, die können wir heute, ja sage ich mal, nur erahnen, aber es ist schon eine berechtigte Angst in Washington geht um, berechtigte Angst in Hollywood geht um, aber auch viel weiter. Es sind Klagen gegen alle möglichen Pharmakonzerne im Raum und auch hier will Bobby Kennedy keinen Stein auf den anderen lassen. Was hat das Ganze jetzt mit den Edelmetallen zu tun, werden sich jetzt viele fragen. Ja, weil alle sind der Meinung, Edelmetalle haben sofort zurückgesetzt. Warum? Ja, natürlich, weil wenn es ausgeht, Donald Trump ist Präsident, Donald Trump kann die Welt befreien. Donald Trump hat gesagt, er wird innerhalb von 24 Stunden oder noch früher, bevor er ins Amt überhaupt eingeführt ist, den Frieden mit Russland suchen. Und an und für sich, das Zeichen stehen auch so. Noch in der Wahl, noch bevor klar war, wer Präsident in den USA wird, hat Wladimir Putin in Russland bereits verlauten lassen, dass er den USA die Hand streckt. Er macht nicht den ersten Schritt, aber er reicht die Hand. Er hat das jetzt mehrmals bekräftigt, auch in Gratulationsbekundungen an Donald Trump. Und da sieht man schon, da kommt viel Ruhe in vielen Bereichen vielleicht rein und viel Frieden in vielen Bereichen rein. Da kann man darauf hoffen, dass das Ganze auch so kommt. Aber natürlich birgt das Ganze jetzt trotzdem Gefahren. Wie gesagt, wir haben immer gesagt, wenn Gold spricht, steht die Welt still. Gold hat sprechen begonnen, aber wir denken, Benjamin, führst du später aus, dass Gold erst beim Räuspern ist, dass der laute Spruch erst kommt. Und da sind natürlich auch jetzt Unsicherheiten massive drinnen. Denn eines muss klar sein, Donald Trump wird mit ungemütlichen Wahrheiten die Welt erschüttern, sei es die NATO, sei es die UNO, sei es die WHO, sei es viele andere internationale Verpflichtungen und Vereinbarungen, sind es die Gesundheitsagenten, die durchgezogen worden sind es die Klimaagenten, die durchgezogen worden sind und er sagt zu allen, das war ein großer Hoax, ein großer Betrug in vielen Bereichen und diese Agenda wird er jetzt fortsetzen. Das mag vielen nicht schmecken, aber das sind die Tatsachen und da kommt viel auf uns zu und da kommt auch international enorm viel Unsicherheit auf uns zu. Ein Beispiel dazu, in der Wahlnacht hat
Ministerpräsident Netanyahu galant den Verteidigungsminister in Israel entlassen, weil er nicht seine Linie fort und damit ist klar, es wird eine härtere Gangart gegenüber arabischen Ländern in Israel von Israel aus geben. Und zugleich sind aber schon die ersten, ich sage jetzt nicht Putschversuche in Israel, aber es ist schon etwas mehr als nur Demonstrationen, was in Israel derzeit im Gange ist. Da ist viel in Bewegung. Ich sage mal, all eyes on Israel derzeit für mich, ganz klar, in der Geopolitik, und da muss man stark hinschauen, da kommt noch mehr. Schauen wir noch ganz kurz weiter, und zwar die nächste Folie an, die, glaube ich, wichtig ist, dass man einfach diese globalen Konflikte immer wieder sieht. Das ist eine Karte, die man beim West in Best immer wieder gerne herzeigen, dass man einfach auf einen Blick verstehen kann, wo derzeit die Konfliktfelder sind. Ja, mit Russland wird die USA den Frieden suchen, ich kenne Donald Trump nicht persönlich, aber ich kenne das Umfeld von Donald Trump sehr gut. Ich kenne Jean-Claude Juncker, der mit Donald Trump verhandelt hat, etc. Und alle sagen eigentlich dasselbe. Donald Trump will einen Deal machen. Donald Trump verlässt den Tisch niemals, bevor er nicht einen Deal gemacht hat. Und damit muss man sagen, Donald Trump will Deals machen. Das wird für Russland nicht ganz billig werden, der Deal. Aber der Sieg in der Ukraine ist für Russland bereits sichere Sache. Taiwan-Frage ist für die USA, denke ich, gar nicht mehr so essentiell wie für Europa. Da werden sich, glaube ich, viele wundern noch. Und damit ist auch die Diskussion mit China auf dem Verhandlungstisch möglich. Es ist, will jetzt nicht sagen, dass der weltweite Frieden gleich ausgerufen wird, aber es bleibt mit Donald Trump definitiv kein Stein auf den anderen. Alles wird überprüft werden. Donald Trump ist die Abrissbirne, der die alte Welt zum Einsturz bringt. Das mag viele erschüttern in ihren Grundmark, vor allem in Europa und der ganzen Agenda, die in Europa durchgezogen wird. Aber damit haben wir nicht nur in den USA, sondern haben wir auf der Welt eine Situation, wo ein Neuanfang in vielerlei Hinsicht möglich ist. Hannes, vielen, vielen Dank für die ganzen Konfliktherde, die nochmal anzusprechen und natürlich eben die riesen Auswirkungen mit Donald Trump. Hannes, wir sind uns ja beide auch der Meinung, dass einfach die Welt, wie sie heute ist, beziehungsweise viele unterschätzen ja, was eigentlich jetzt wieder möglich ist. Trump ist für sehr viel Unsicherheit bekannt und gerade in der Nacht, wo er eben gewählt worden ist, ist der Dollar massiv angezogen. Darf ich kurz eine Frage noch dazwischen stellen? Hannes, du hast ja jetzt ausgemalt, dass viel passieren soll, aber es sind auch nur 4 Jahre. Was ist deine Einschätzung, wie geht es dann weiter? Weil der ist ja jetzt auch zweimal Präsident, also sprich dann ist Schicht im Schacht. Was ist dann? Wird alles wieder zurückgesetzt? Also die spannende Sache ist die, normal sage ich immer als allen Leuten, lernt es ein bisschen langfristiger zu denken, schaut in die weite Zukunft. Jetzt muss ich sagen, müssen wir mal anschauen, die nahe Zukunft, die nächsten 3 Monate. Und dort werden wir Volatilitätsexplosionen in den Märkten sehen, auch natürlich auch auf dem geopolitischen Parkett ist alles offen. Wir haben gesehen, wie beispielsweise, wir haben es angekündigt, wir haben es in der Wahlnacht wirklich live gesagt, kann man anschauen, wenn Donald Trump gewählt wird, tretet morgen die Bundesregierung zurück. Und das ist alles absehbar. Sigmar Gabriel, der ehemalige Chef der SDB und SPD und mittlerweile Chef der Atlantikbrücke, hat in der Nacht noch umgelenkt, indem er gesagt hat, nein, Donald Trump ist nicht rechts, er ist nur konservativ. Also auf einmal war da eine Kehrtwende drinnen und alle verlassen jetzt das sinkende Schiff so schnell es irgendwie geht und wollen jetzt umsatteln auf Donald Trump. Da ist nicht nur damit was für 4 Jahre in Gang, da ist ein grundlegender Bruch in der Welt zieht sich jetzt durch, ein grundlegender Neuanfang zieht sich durch, der lässt sich nicht mehr kitten, da kann man nicht mehr zurückgehen. Was Donald Trump die nächsten 4 Jahre, wahrscheinlich schon die nächsten 2 Jahre machen wird, das ist, ich sage mal, in einer guten Art und Weise irreparabel. Das System, was in vielen Teilen kaputt ist, ja, kaputt, korrupt und auch pervertiert in vielen Bereichen ist, da muss man sagen, dieses System wird eingestampft und da kann man dann nicht mehr zurückgehen, da bleibt kein Stein auf den anderen stehen. Aber jetzt einmal erst da schauen bis der neue Kongress sich formt. Wie gesagt, da kann noch viel passieren. Wir haben jetzt da mehrere wichtige Termine. Anfang Dezember, wie gesagt, die Wahlmänner, weniger wichtig in meinen Augen, sehr, sehr essentiell einfach dieser 6. Jänner, diese Formung des neuen Kongresses in den USA und damit wäre es geschafft. Wie gesagt, es ist nicht mehr Donald Trump eine Galionsfigur, die Abrissbirne, die für das Ganze steht, was da am Movement in Bewegung ist, sondern es sind mittlerweile auch, und das ist der große Unterschied zu 2016. 2016 hat Donald Trump überraschend gewonnen und hat mit einem System kämpfen müssen, wo in allen Ecken und Enden andere Ideologien verankert worden, nennen wir es so. Mittlerweile, die letzten 4 Jahre, wurde der Kongress auch schon umgebaut. Es sind innerhalb der Republikanischen Partei, man muss sagen, es
ist die Partei von Trump. Es sind die Familienmitglieder an den entscheidenden Hebelstellen. Es ist an und für sich die Trump-Treuen überall im Vordergrund und sehr viele Dinge von Trump sind in der ersten Amtszeit nicht gegangen aufgrund von Illoyalität von gewissen Mitgliedern. Also jetzt hat er eine sehr loyale Gruppe hinter sich, die blind zu ihm steht. Natürlich ist da eine Gefahr dahinter, braucht man nicht schönreden, das ist eine Riesengefahr dahinter, aber es wird vor allem dazu benutzt werden, sehr viele Dinge aufzudecken, sehr viele Dinge in eine neue Richtung reinzulenken und damit lässt sich auch nach 4 Jahren nichts mehr in die alte Richtung reinbringen. Diese alte Welt, wie wir sie kennen, ist eigentlich, muss man sagen, diesen 5. November 2024 beendet worden, ein Neuanfang ist im Gange. Erst wird das Alte niedergerissen, da werden sich viele dagegen wehren, vor allem in Europa. Und dann kann was Neues, was Wunderbares in meinen Augen entstehen. Super, ich danke dir für die Ausführung. Wir gucken uns alle das Video im Jahr 2028 nochmal an. Dann wissen wir es genau. Gerne. So, Benjamin, ich gebe dir dann wieder das Wort. Herzlichen Dank, Tim. Danke, Hannes. Wie gesagt, natürlich hat das Ganze auch riesen Auswirkungen auf die Märkte und wir haben das Ganze im Dollar natürlich gesehen. Der Dollar, wie gesagt, stark angezogen, die höchste Dollar-Volatilität, also Schwankungsbreite in der Wahlnacht seit Covid, also wirklich massive Bewegungen und der Markt sieht einfach eben Donald Trump oder in der Wahlnacht zumindest sehr dollarpositiv natürlich, weil sehr viel Kapital jetzt außerhalb der Welt wieder zurück in die USA kommen sollte. So eben die Argumentation der Analysten. Aber wie gesagt, das Ganze sieht eigentlich eher sogar dollarnegativ aus, wenn man das Ganze ein bisschen weiter oder längerfristiger spinnt. Und der Markt, wie gesagt, ist ja ein Vorlaufindikator. Der Markt holt ja die Zukunft ins Heute. Und man sieht schon, dass der Dollar zwar eine Rallye in der Wahlnacht hatte, aber ist sofort danach ging er wieder runter und beziehungsweise hat er sich eigentlich jetzt schon wieder mehr stabilisiert. Und wir gehen auch davon aus, dass der Dollar mit Trump fallen wird und nicht steigen wird. Und der Grund dafür ist natürlich auch die Zölle und die Handelspolitik, die Donald Trump eben hat. Donald Trump steht ja ganz klar für eine sehr expansive US-Wirtschaftspolitik im Sinne von Steuersenkungen. Man will Unternehmenssteuern senken von 21% auf 15%. Damals hat er es schon von 35% auf 21% gesenkt im Jahre 2017. Und er will natürlich generell auch in der Einkommensteuer schrauben. Das ist extrem expansiv USA, also expansive inflationäre Wirtschaftspolitik. Aber die Außenhandel, also die Handelspolitik nach draußen, die ist natürlich extrem, weil der will ja natürlich, wie gesagt, Steuern, beziehungsweise nicht Steuern, aber eine versteckte Steuer über die Zölle auffahren. Und wie gesagt, wir haben hier natürlich bei Invest in Best eine Weltwirtschaftskarte. Man sieht, wie gesagt, in dieser Karte sehr, sehr gut eben links Nordamerika, USA und Kanada und eben in der Mitte hier Europa und rechts China. Und natürlich, eines muss man einfach verstehen, alle Produkte, die mehr oder weniger in die USA jetzt verkauft werden, wenn Donald Trump jetzt im Januar angelobt wird, das bedeutet eben, dass alles hier, was da von rechts nach links rüberkommt, mit einer 10-20%igen Zoll bzw. Zöllen belegt wird. Das ist natürlich, wie gesagt, denkt man sich, ja okay, wer zahlt dann das Ganze? Natürlich zahlen das erstmal die US-Einzelhändler, die zukaufen hier. Aber natürlich darf nicht eins vergessen, natürlich der Absatz in Europa und in China natürlich dadurch massivst unter Druck kommen wird. Und am Ende des Tages die Produkte, die dann hier produziert werden, in USA und in die Welt exportiert werden, da wird natürlich dieser Zoll wieder draufgeschlagen. Ja, und das heißt natürlich, dass es eine extrem inflationäre Politik ist, eine extrem inflationäre Politik für das Ausland und nicht eben nur für die USA. Und das ist eben etwas, was ganz, ganz viele bei dieser Zollpolitik von Trump eben noch nicht verstanden haben, dass das eigentlich eben für die USA kurzfristig gut ist, aber langfristig für die USA wirklich eigentlich sehr, sehr schlecht ist. Und deswegen wird der Markt auch, wie gesagt, das einpreisen, dass es für den Dollar negativ ist und nicht gut ist. Und wir haben natürlich hier auch Daten und Zahlen und Fakten, die wir uns auch immer anschauen. Wir haben für das endgültige Zahlen für das Fiskaljahr 2024 vorliegen. Und da sehen wir, dass die US-Regierung insgesamt Einnahmen hatte von 4,9 Billionen US-Dollar. Aber wie gesagt, die Zinsen auf Staatsschulden aktuell, und das ist ja ein Thema, was in dieser Wahlnacht so fulminant war, die haben einen Zinsspike bekommen, einen starken Anstieg der Zinsen auf den 10- und 30-jährigen US-Staatsanleihen. Und das ist natürlich etwas, was extrem negativ ist. Das ist, wie gesagt, der Markt haltet nur eine gewisse Art von Zinssatz aus, bis die Dinge brechen. Und damals bei Trump, wie er 2016 gewählt worden ist, waren wir bei 1,6% 10-jährige Zinsen. Heute stehen wir mal ganz schön bei 4,4%. Aber die Verschuldung ist deutlich höher wie damals 2016. Das heißt, viel Spielraum haben wir nicht. Ja, der Trump-Pump, der läuft gerade im Markt derzeit. Das wird auch noch ein ganzes gutes Stück noch weitergehen. Aber die Gefahren sind weitaus höher
wie es natürlich 2016 war. Das heißt, das Ganze ist natürlich nicht nachhaltig, weil wir haben 23% aller Staatseinnahmen nur in Zinsen und Schulden investiert. Und wie gesagt, die globalen Zentralbanken wissen, was Sache ist. Diese Grafik, wie gesagt, zeigt einfach auch ganz gut, was seit Russland-Ukraine-Krieg hier passiert ist, eben Hannes, 2022, Goldkäufe der Zentralbanken auf Rekordhochs. Und natürlich ist das jetzt vielleicht ein kurzes Thema noch, was wir hier vielleicht kurz erwähnen sollten, und zwar, dass natürlich die Gefahr, das Premium, das geopolitische Premium, was im Goldmarkt auch immer noch eingepreist ist, dass etwas schief geht, dass sich das natürlich auspreisen kann. Also falls da wirklich Friedensverhandlungen kommen, Hannes, und natürlich das auf einmal komplett in die andere Richtung geht und wirklich faktenbasiert jetzt, dass da ein Deal gemacht wird, dann ist das natürlich erstmal negativ für Gold. Da braucht man nicht diskutieren, da kann es gleich mal 300 bis 400 Dollar die Unze runterknallen. Aber wie gesagt, der Frieden wird ja höchstwahrscheinlich erst mit der Angelobung ab Januar dann ein Thema werden. Januar, Februar, vielleicht macht er das sofort am ersten Tag, vielleicht sogar im Januar. Aber wir haben noch November, wir haben noch Dezember vor uns. Und das Goldmarktmomentum, auch wenn es jetzt erstmal geknallt hat in der Nacht, ist bei weitem noch nicht weg. Das heißt, was jetzt der Markt immer noch einpreist, sind erstmal die ganzen stimulativen Maßnahmen, die Steuersenkungen, aber natürlich auch die Unsicherheit, was passiert jetzt und zwischen der Angelobung haben. Das ist ja auch ein Riesenthema, oder? Riesenthema, Riesenthema. Was passiert jetzt zwischen der Angelobung? Und ich würde das sagen, ich traue mich da gar nicht, jetzt mich zu weit aus dem Fenster hinauszulehnen, aber es ist schon eine Riesengefahr da, zwischen jetzt und Angelobung. Man muss einfach sagen, das sind keine üblen Theorien. Donald Trump hat mindestens 2, vielleicht sogar 3 Attentatsversuche auf sich hinter sich. Ja. Er hat natürlich Dinge vor, die hat es in der Geschichte des amerikanischen Staates in der Form überhaupt noch nie gegeben. Er greift die Heißen an, er greift das Thema Covid an, er greift das Thema Zuwanderung massiv an, er greift die Themen an, Washington, den Sumpf, er spricht vom Deep State, er spricht die Dinge aus, nennt sie bei Namen und möchte damit vorgehen. Natürlich, da legt er sich schon mit sehr viel Großkapital auch am Ende des Tages an und da kann jeden Tag noch was Größeres passieren und ich würde vor allem warnen, ich denke jetzt gar nicht so, dass da ein weiteres Attentat auf ihn erfolgt oder so, sondern ich würde eher den Hebel in Israel sehen und warnen davor, dass der Israel-Konflikt über Nacht weiter eskalieren kann, dass Israel komplett destabilisiert wird in einer gewissen Art und Weise und damit auch der Mittlere und Nahe Osten weiter destabilisiert wird. Eine Sache muss man verstehen, die Wählerschaft von Donald Trump, und ich bin sehr gut vernetzt in den USA, die kommt auch ganz stark mittlerweile aus einem jüdischen Umfeld. Die Wählerschaft von Donald Trump kommt auch ganz stark aus einem muslimischen Umfeld, weil alle auf Frieden in der Region hoffen. Und wenn man jetzt dort an und für sich die Präsidentschaft Donald Trump im Vorfeld schon ein paar Steine in den Weg legen will oder sogar vor unlösbaren Aufgaben stellen will, dann wird es im Nahen und Mittleren Osten in die Luft gehen. Ich sage nochmal Stichwort Abraham-Abkommen, kann jeder googeln, Schwiegersohn von Donald Trump, Jared Kushner hat das wunderbar ausgehandelt in der ersten Präsidentschaft, wo Israel Handelsdeals mit arabischen Ländern geschlossen hat und das ist der Way to go und das möchte Donald Trump weitermachen. Er möchte auf Deals setzen, auf Wirtschaftsbeziehungen setzen und auf keine Raketenangriffe setzen. Und da, wie gesagt, ist jetzt vor allem vor der Präsidentschaft, vor diesem 20. Jänner, wo angelobt wird oder vor allem auch vor dem 6. Jänner, vor der neue Kongress zusammentritt, das noch viel wichtigere Datum, 6. Jänner 2025, dort ist schon noch eine gewisse Gefahr drinnen. Benjamin, danach, denke ich, haben wir eine vorübergehende Phase der weltweiten Beruhigung. Genau, und das, wie gesagt, deckt sich auch so mit unseren Analysen, die wir machen. Das heißt, man sollte jetzt nicht hier die große Angst haben, dass hier sofort der Goldmarkt einbricht. Und ganz wichtig auch, falls der Markt wirklich den Frieden jetzt schon einpreisen würde, dann wäre Gold nicht mehr bei 2700, sondern wäre es schon bei 2300 oder 2400 Dollar und hätte weitaus mehr zurückgesetzt. Deswegen jetzt unbedingt die großen Goldkäufe hier zu machen, ja, eher nicht, muss man jetzt echt zugeben. Wir sind, wie gesagt, dieses Jahr schon weit gestiegen. Wir gehen jetzt auch weiter in der Goldmarktanalyse hinein, schauen uns das Ganze vom Preis auch an. Aber wie gesagt, der Goldmarkt ist bei weitem noch nicht am Hoch. Das können wir hier schon mal mehr oder weniger sicher verlautbaren. Und eines, wie gesagt, der großen Gründe ist natürlich, dass die Dollarreserven weltweit auf der linken Seite hier immer weiter fallen. Die sind auch im Jahr 2024 weitergefallen. Aber rechts die Goldreserven weltweit immer weiter steigen. Also es ist genau ein Trend, der verkehrt geht und so wie man das als Goldinvestor sehen will, weil eben die Welt sich immer mehr vom Dollar verabschiedet. Und das wird unter Donald Trump genauso sein. Das wird ganz genauso ablaufen. Er wird den Dollar nicht retten, sondern er wird den Dollar eben auch zu Grabe tragen. Und deswegen Gold, für Gold sieht es extrem
positiv aus. Und wenn man vielleicht mal auch. Benjamin, kurz. Ich weiß, dass viele der Zuschauer nicht nur Goldkäufer sind, sondern sind da natürlich auch viele dabei, jetzt gerade auch mit den hohen Kursen, die sich überlegen, ob sie Gold verkaufen sollen. Deshalb wäre es klasse, wenn du nicht nur darauf eingehst, ob man jetzt mit seinen Goldkäufen warten soll, sondern auch umgedreht, ob man halt jetzt lieber seine Goldbestände, wenn man es ohnehin vorhat, jetzt veräußern sollte oder lieber noch warten sollte. Das wäre klasse. Also, wie gesagt, physisches Gold verkaufen macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt natürlich so etwas wie Performance Gold, wie Gold- und Silberminenaktien und alle möglichen strukturierten Produkte auf Gold. Das interessiert ja sicher auch ein paar Zuhörer. Aber physisches Gold und Silber verkauft man nicht, solange der Zyklus nicht abgeschlossen ist. Und wir befinden uns, wie gesagt, immer noch hier in diesem großen Generationenzyklus, der ja abgeschlossen wird über die nächsten 4 Jahre. Und deswegen ist Verkauf von physischem Gold und Silber absolut nicht anzuraten. Man sollte jetzt halt nicht mehr zukaufen im großen Stil, weil wir dann höchstwahrscheinlich bald mal im Frühjahr 2025 höchstwahrscheinlich oder in den Sommer hinein nochmal tolle Nachkaufmöglichkeiten bekommen, wo man deutlich günstiger wahrscheinlich nochmal Gold, Silber nachkaufen wird und nachkaufen kann. Derzeit, wie gesagt, sind wir noch in einer großen Goldrally drin, da sprechen wir gleich drüber, aber eben, wie gesagt, 2016, müssen wir uns kurz anschauen, was ist unter 2016 unter Donald Trump passiert, und da sieht man eben, dass, wie er gewählt worden ist, damals war es übrigens genau so, dass die Leute gesagt haben, wenn er Präsident wird, geht Gold durch die Decke, da knallt es nur noch in eine Richtung, es war genau das Gegenteil, Gold hat 15% in 6 Wochen verloren, die Donald Trump Präsident wurde. Und natürlich glaubt man jetzt wieder das Ähnliche, weil jetzt weiß man ja, man kennt ja Trump und viele sagen ja, der Frieden kommt jetzt, den preist man jetzt ein. Aber man sollte, wie gesagt, hier einfach nie vergessen, wir sind im Goldzyklus, im großen Finale drinnen, wir sind in dieser letzten fetten Welle. Und das heißt eben, das Beste kommt erst jetzt noch, so wie Donald Trump das ja auch immer sagt. Schön, Hannes. Der Beste ist yet to come. Genau, der Beste ist yet to come. Und das ist für die Goldinvestoren genauso dasselbe. Wenn wir uns aber die Saisonalität anschauen, dann sehen wir auch etwas ganz klar, November nicht unbedingt das beste Monat, aber der Dezember ist saisonal immer der beste Monat für den Goldmarkt. Und wie gesagt, diese Grafik ist eigentlich so jetzt auch nichts wert. Aber wenn wir uns die technische Marktlage von Gold anschauen, das ist ganz, ganz wichtig, weil kurzfristige Höhepunkte und kurzfristige Tiefpunkte sind rein technischer Natur. Ja, wir haben jetzt fundamental den Grund mit Donald Trump, dass der Frieden kommen kann. Das kann richtig den Goldmarkt nochmal nach unten drücken. Das kann mal ein bisschen Momentum rausnehmen. Aber wir haben unsere technischen Ziele für dieses Jahr einfach noch nicht erreicht. Die Gold- und Silberkarte, die würde ich jetzt heute einfach mal weglassen. Vielleicht für alle, die es aber interessiert, wir werden die immer mal wieder zeigen. Da geht es, wie gesagt, einfach nur da drin. Ich zeige es jetzt nur einfach ganz kurz mal her, Hannes. Und zwar die Gold- und Silberkarte von Invest-Invest, die wir jetzt gleich einblenden. Da geht es einfach darum, dass wir auch wissen, okay, woher kommt das Gold und woher kommt die Nachfrage? Das darf man ja auch nie vergessen. Woher kommt die generelle Gold- und Silber-Nachfrage weltweit? Vielleicht heute mal ganz kurz für alle. Nachfragen tut Gold immer primär der östliche Raum der Welt. Das ist China, das ist Indien, die Türkei und dann erst die USA. Aber gerade China und Indien sind die massiven Goldkäufer. Und jeder weiß ja ein bisschen über China, hat man gelesen. Die stecken immer noch in Immobilienkrise. Die haben eine schlechte Konsumausgaben. Die Wirtschaft ist nicht unbedingt auf dem Höhepunkt. Und das heißt, das stimuliert man derzeit. Und das heißt, die Nachfrage von China Blick zu den Zöllen, die jetzt kommen, von Trump gegenüber China, Absicherungsgeschäften, da wird noch einiges kommen jetzt im November, Dezember. Das heißt, die ganze physische Goldnachfrage wird zunehmen. Wir werden dieses Jahr noch eine zunehmende physische Goldnachfrage sehen und das wird sehr, sehr bullish generell noch sein für eine Jahresendrally in Gold. Deswegen jetzt zu sagen nach den Wahlen, das war's jetzt, wir werden jetzt wahrscheinlich keine Goldrally mehr sehen, na, sind wir nicht unbedingt der Meinung, es wird noch eine letzte Rally, eine letzte Jahresendrally, einen letzten Schub nach oben, von dem gehen wir jetzt hier, wie gesagt, noch aus. Und wenn wir jetzt hier, wie gesagt, in unsere Grafiken gehen, die wir auch immer wieder updaten, Tim, und immer wieder bei euch zeigen, man sieht hier, wir sind in den Zielbereich schon reingekommen hier bei uns, dann gab es jetzt schon einen kleinen Rücksetzer hier in Gold in der Wahlnacht, aber wir gehen davon aus, dass wir trotzdem nochmal Richtung 2.900, 3.000, also wirklich die 3.000 Dollar Marke nochmal sehen werden dieses Jahr, um anschließend aber dann 2.25 in diese Korrektur überzugehen, die uns locker nochmal bis in den 2.400 Dollar Bereich reinbringen kann. Und das, Hannes, ist irgendwie logisch. Wie geht so etwas? Ja, nur wenn Friedensbemühungen da sind, wenn wieder irgendwie ein wirtschaftlicher Aufschwung mit Trump irgendwie eingepreist wird, wenn die Leute sagen, so schlecht ist es gar nicht, jetzt wird wieder alles gut.
Benjamin, das ist da relativ logisch auch, kann man auch jetzt genau diesen Verlauf, dass die Grafik hier reingeblendet hat, auch geopolitisch begründen, und zwar, dass wir jetzt, wie gesagt, Ende des Jahres noch eben diese Destabilisierungsversuche vor allem in Israel sehen. Ich denke, Putin und Russland ist gelaufen, da kann man keine neuen Spannungen mehr erwarten, aber gerade im israelischen Raum, glaube ich, kann noch einiges kommen. Das treibt den Goldpreis nochmal an, und dann im Jänner Übernahme, Amtsübernahme, und dann wird es langsam auch ruhig, und dann kommen, wie gesagt, auch die Beruhigung im Goldmarkt, dann kommt der große Rücksetzung. Dann geht es vor allem darum, in den USA werden die Steuern massiv gesenkt, die Wirtschaft wird angekurbelt, wir sehen auf der ganzen Welt Friedensbemühungen, einen Hoffnungsschimmer auf Frieden überall, und dann irgendwann spät 2025 auf alle Fälle dreht alles, und dann geht eigentlich das Finale ins Finale. Und dann sehen wir natürlich auch bei Gold die letzte impulsive und wahrscheinlich auch größte Bewegung, oder? Richtig. Und genau das ist dann der Punkt, wo wir auch so die Leute ein bisschen vorbereiten wollen, jetzt auch hier auf dem Kanal bei euch hier, Tim. Noch, wie gesagt, gehen wir davon aus, Goldspike über 3000 Dollar, den erwarten wir dieses Jahr noch, dass es nochmal ordentlich nach oben geht. Ja, die Wahl war ein kleiner Einschlag. Spätestens aber ab 2600 Dollar sollte der Goldpreis wieder raufziehen, Richtung 2,8, 2,9, 3000 Dollar, um eben dann anschließend in die letzte große Korrektur zu gehen im nächsten Jahr hinein. Aber das wären dann wirklich die allerletzten Chancen, wo man sich dann für die finale absolute Katastrophen-Gold-Aufwärtswelle vorbereiten muss. Das wird auch die absolute Extremwelle dann sein, und auf die sollte man sich vorbereiten. Wir zeigen euch heute auch noch das Invest-Invest-Timing-Modell, was uns auch, wie gesagt, in ganz vielen Asset-Klassen, sei es jetzt in Technologieaktien, sei es in Kryptowährungen, immer einen riesen Vorsprung gegenüber allen anderen Marktteilnehmern gebracht hat. Das können alle unsere Mitglieder bestätigen. Ihr könnt das auch gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, wenn ihr wollt. Aber hier bitte ganz wichtig, nicht komplizieren. Schauen wir uns einfach die Peaks in Gold bei unserem Momentum-Modell, das ich selber programmiert, anschauen. Wir schauen 2006 an, wir schauen 2008 an, die Finanzkrise, und wir schauen uns die Eurokrise 2011 an. Das sind so die Extremitäten, wie der Goldpreis am Anstieg in unserem Momentum-Modell laufen kann. Was ist das Momentum? Momentum ist einfach die Geschwindigkeit von einer gewissen Zeitzone, wie sich der Preis abhebt. Und das messen wir, und dadurch kannst du natürlich weit voraus gegenüber allen anderen Marktteilnehmern ganz fein, sensibel messen, ob die Kurse in Bewegung sind oder nicht. Und man sieht hier, Hannes, auch ganz, ganz schön, und Tim, wir sind noch nicht in der Zielzone angelangt. Wir sind noch nicht mal auf Niveaus, die wir bei Covid hatten, obwohl der Goldpreis so viel höher steht. Und wir sind noch nicht mal auf Niveaus, wo wir bei der Eurokrise standen oder vor der Finanzkrise 2006. Das heißt, dass der Goldpreis hier Halt macht, macht auch bei unserem Timing-Modell, was wirklich sehr akkurat ist, ja, macht null Sinn. Und deswegen, erst müssen wir in den Bereich raufschießen, bevor die mehrmonatige Korrektur wirklich beginnen kann. Und das wird höchstwahrscheinlich nicht mehr 24 sein, sondern 25. An der Stelle möchte ich gerade mal auch noch einhaken. Vielleicht stellt sich der eine oder andere jetzt die Frage, wie bekomme ich das denn mit? Klar, indem man ja bei euch im Mitgliederbereich bei Invest in Best, aber genauso auch für diejenigen, die, weil wir regelmäßig hier als Goldenes Dreieck Videos veröffentlichen, die unseren YouTube-Kanal von goldsilbershop.de abonnieren, die werden es dann auch in einem der Updates von euch mitbekommen. Vielen, vielen Dank, Tim. Und natürlich, wie gesagt, auch an alle, die von Invest in Best, die heute mit dabei sind, unbedingt den Kanal von Gold Silber Shop abonnieren. Ganz, ganz wichtig. Schauen wir weiter zu den Goldminen. Das geben wir heute noch einen kleinen Ausblick mit. Auch hier, wie gesagt, gab es sehr viel Unsicherheit. Wir machen das heute nur ausnahmsweise, weil wir sehen die Unsicherheit im Markt. Wir wollen einfach hier auch was mitgeben. Goldminentechnisch ist genau dasselbe wie bei Gold. Korrektur bei uns, also denken wir, dass sie noch nicht begonnen hat. Es wird noch eine Aufwärtswelle geben, eine starke, bevor dann auch in den Goldminen mit gleichzeitig mit dem Goldpreis eine größere Korrekturwelle kommt. Und auch von der Positionierung, Hannes, ja, der Goldpreis ist überpositioniert, der Goldmarkt ist überpositioniert. Wir sehen es derzeit ganz klar hier, wir sind schon im roten Bereich unterwegs. Nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass die Kurse sofort drehen müssen. Das Ganze kann auch ein bisschen da oben verweilen. Das seht ihr auch damals bei Covid oder 2016. Wir gehen davon aus, dass wir dieses Jahr bis Ende, Jahresende weiterhin hier oben verweilen werden. Die Leute bleiben positioniert, aber jetzt hier aggressiv nochmal massiv in den Markt einzusteigen, raten wir ab davon. Das muss man jetzt einfach ganz klar sagen. Wir sind ja schon längst investiert. Wir haben es auch ganz klar dieses Jahr massivst angekündigt, überall auf YouTube, im Mitgliederbereich oder sonst wo, wo wir große Positionen aufgebaut haben, aufgestockt haben. Jetzt sind wir eher vorsichtig und denken dann eher, zumindest bei Gold- und Silberminen, an Gewinnmitnahmen. Wenn wir uns kurz den Silbermarkt anschauen, ganz wichtig für alle, Industrieproduktion ist das Wichtigste für den Silbermarkt mittlerweile, nicht nur die monetäre Nachfrage für Schutz vor Inflation oder eben, wie gesagt, einfach Absicherungsgeschäfte machen, nein, sondern Silber ist industriell nachgefragt wie noch nie zuvor, das muss man erwähnen, und Donald Trump ist bullish für die Industrie. Donald Trump schiebt
die Weltwirtschaft an. Und jeder, der unser erstes Video nicht gesehen hat, was wir mit dem hier gedreht haben, bitte unbedingt, das verlinkt man vielleicht mal oben, Hannes, genau, verlinkt man oben und dann unbedingt anklicken, weil da haben wir auch den Weltwirtschaftszyklus erwähnt. Und da waren wir gerade am Boden unterwegs und Trump schiebt das Ding natürlich jetzt nach oben. Und wenn der Zyklus nach oben geht, dann seht ihr das, dann steigt auch die Industrieproduktion. Und wenn die Industrieproduktion steigt, steigt die Silbernachfrage und die Inflation. Und das bedeutet, Trump ist sehr bullisch für Silber. Warum? Weil wir mehr Inflation mit Trump bekommen. Wir kriegen mehr Investmentnachfrage, mehr industrielle Nachfrage. Trump hatte 2016, Hannes, das ist auch so spannend, oder? Trump hatte ja 2016 immer wieder vom Goldstandard gesprochen. Das war ja so damals in der Q-Community extrem angepriesen und ganz wichtig eigentlich, warum das so spannend ist jetzt mit Trump, dass Ron Paul, der Republikaner, beim Department of Government Efficiency mit dabei ist und der forderte ja schon seit Jahren die Abschaffung der Federal Reserve und die Rückkehr zum Goldstandard, Hannes, und der kommt jetzt in die Regierung, das wissen ja die meisten überhaupt nicht. Ja. Na, and the Fed, sage ich nur, and the Fed, und da glaube ich, wird es jetzt richtig laut, was ich gesagt. Also man weiß, man muss sehr tief in der Materie drinnen sein, dass man weiß, was da jetzt alles kommen wird, aber Benjamin, da bleibt definitiv in den USA und damit auch in der Weltwirtschaft kein Stein auf den anderen. Es ist jetzt natürlich sehr, sehr schwierig, Prognosen für die Zukunft abzugeben, aber das große Bild, was da kommt, könnte nicht klarer und eindeutiger sein. Ich sage, auf diese Situation haben wir uns seit Jahren vorbereitet, die haben wir auch seit Jahren prognostiziert und ich sage mal, ja, jetzt lasst die Show beginnen. Ja, genau, Hannes. Und wie gesagt, auch mal hier geschrieben auch, Trump würde Wirtschaftszyklus massiv Schub geben, Deregulierung, mehr Kontrolle über die Federal Reserve. Übrigens, gestern war Notenbank-Sitzung. Trump Paul hat sich die Frage stellen lassen müssen, ob er sich absetzen lassen wird von Donald Trump. Und alles, was er gesagt hat, war no. Und sonst gar nichts mehr. Und dann ging es zur nächsten Frage. Also auch an dem Sattel, an dem festen Sitz, wird er wahrscheinlich jetzt nicht mehr so leicht sitzen, weil Trump hat angekündigt, dass er ist der Meinung, dass der Präsident an der Zinsschraube mitdiskutieren kann. Das wäre zum ersten Mal in der Geschichte der Fed, dass das jemand macht, aber alles mit Trump ist möglich, das haben wir auch gelernt. Einfach hier noch eine kurze Grafik, die wollen wir jetzt nicht ganz genau besprechen, aber bitte rechts, globale Nachfrage nach Silber steigt mehr an wie das Angebot. Wir haben ein Silberdefizit weltweit, das wird nicht weniger werden, weil wenn die industrielle Nachfrage anzieht, wird es noch mehr werden. Und auch hier eben der Silber-Gold-Ratio-Chart. Da sieht man sehr gut, dass der Silberpreis ausgebrochen ist gegenüber Gold. Dann kamen wir über den Sommer, so einen Backtest gemacht und jetzt mehr oder weniger zieht Silber gegenüber Gold wieder davon. Wir gehen wirklich davon aus, dass Silber noch nicht das Top erreicht hat. Silber deutlich interessanter ist als Gold. Also Silber noch kaufen, das macht Sinn. Das war ja die Frage von dir vorher, Tim. Du hast gesagt, sollte man Gold eventuell verkaufen. Bei Silber ist es eher wirklich so, muss man sagen, dass sich da Käufe definitiv noch viel mehr rentieren als bei Gold. Warum, schauen wir uns jetzt dann gleich an. Ja, da hake ich nochmal was mit ein, nämlich jetzt aus Händlersicht. Das macht nämlich besonders auch noch Sinn in diesem Jahr, weil zum Jahreswechsel gibt es steuerliche Änderungen. Es ist ja so, dass wir Silbermünzen differenzbesteuert anbieten können. Dadurch sind sie bis zu 10% günstiger als Silbermünzen, die der 19%igen Mehrwertsteuer unterliegen. Da ist allerdings so, dass die Möglichkeiten zum Jahresende für uns als Händler enden. Also sprich, prägefrische Silbermünzen werden wir im neuen Jahr, sobald wir unsere Bestände verkauft haben, nur noch mit 19% Mehrwertsteuer verkaufen können, also bis zu 10% teurer. Und lediglich Silbermünzen, die wir aus Ankäufen haben, die können wir weiterhin differenzbesteuert anbieten. Und man muss halt sagen, es gibt zwar aktuell viele Ankäufe, aber die Menge, die wir ankaufen, reicht nicht aus, um die komplette Nachfrage nach Silbermünzen zu decken. Und dementsprechend ist dann eigentlich auch unter dem Aspekt die Empfehlung, selbst wenn man davon ausgeht, dass der Silberpreis in den nächsten 2-3 Wochen vielleicht um 2-3% fällt, Silbermünzen noch in diesem Jahr zu kaufen, denn im nächsten Jahr werden diese einfach aufgrund der steuerlichen Gegebenheiten teurer werden. Wow, also ich glaube, da sieht ja jeder schon, was eigentlich Sache ist aktuell. Also das kann man natürlich sicherlich noch nutzen zum Jahresende hin, auf jeden Fall, weil der Silberpreis aktuell natürlich bei, jetzt, wir reden hier von Dollarpreisen, 31,6 Dollar, sehr, sehr günstig unterbewertet ist, das muss man einfach sagen. Wir sehen auch hier, wie gesagt, von verschiedenen anderen technischen Aspekten eine weitere Aufwärtswelle für uns und besonders eben die Industrienachfrage, die jetzt stark ansteigen wird unter Trump, wird die Silberpreise nach oben schieben. Wir haben hier, wie gesagt, 40 Dollar ist unser nächstes großes Ziel. Also das ist nochmal 9 Dollar höher wie aktuell. Aber auch die 50 Dollar kann man hier nicht ausschließen. Und auch wenn wir uns das Momentum-Modell, Invest-Invest-Momentum-Modell bei Silber anschauen, bitte auch hier, da könnt ihr mal einfach mal das Video anhalten und schauen. 2004 den Spike darauf, 2006 den Anstieg da nach oben, 2008 Finanzkrise Anstieg nach oben, 2011 Euro-Krise Anstieg da oben, 2021 20 Covid-Anstieg bis daher.
das sind die Levels, wo wir hingehen. Und wir können das ganz fein messen in unserem, wie gesagt, Programm, was wir da haben. Und wir gehen eben davon aus, mindestens 40 Dollar, 43 Dollar, irgendwo dahin wird der Silberpreis erstmal explodieren, bevor eine längerfristige Korrektur wahrscheinlich wird. Das heißt, die technischen Ziele sind nicht abgearbeitet. Und wenn man das jetzt anschaut hier, die Positionierung im Silbermarkt, und auch hier vergleicht man das bitte nochmal mit Gold, dann sehen wir, dass wir überhaupt nicht in der extremen Phase drin sind, wie bei Covid oder 2016, sondern viel mehr Potenzial haben. Also man muss hier schon eines ganz klar sagen, der Silbermarkt hat wirklich ein super großes Potenzial und das Potenzial liegt deutlich höher als bei Gold aktuell. Das muss man hier ganz, ganz oft erwähnen und da unterstreichen. Also ich danke euch beiden schon einmal, dass ihr euch die Woche die Zeit genommen habt, die Wahl zu verfolgen und insbesondere das auch jetzt für unsere Zuschauer aufzubereiten, was sie es erwarten können. Den einen oder anderen wird es freuen, dass ihr auch gesagt habt, es ist durchaus wahrscheinlich, dass der Goldpreis nochmal im neuen Jahr korrigiert. Denn viele sind ja durch diese enorme Rallye in diesem Jahr auf den falschen Fuß erwischt worden, haben gesagt, wenn das Gold dann wieder unter die 2000 Dollar oder Euro kommt, dann kaufe ich nochmal nach. Und das konnten wir als Händler es auch sehen, dass halt so eine lange Zeit eine eher Zurückhaltung gab. Also das wird der stärkste Oktober sein, eigentlich seit Oktober 2022, also das war das Rekordjahr. Man hat da einfach gemerkt, dass die Anleger gesehen haben, oh, Gold werde ich nicht mehr günstig bekommen, sind da jetzt mit aufgesprungen und haben einen großen Stil gekauft und der eine oder andere wird vielleicht auch noch seine Munition trocken halten und der kann sich dann hoffentlich im nächsten Jahr darüber freuen, dass er noch einmal günstiger einkaufen kann, inklusive mir, Augenzwinker. So, und falls das nicht eintritt, dann weiß ich hier ein wenig die Differenz, den Kursschaden, den ich erlitten habe, bei dem ich das geltend machen kann. Spaß beiseite. Nee, also ich freue mich sehr auf eure Ausführungen und ich freue mich auch darauf, dass wir uns auch dann demnächst wiedersehen. Noch bevor der 6. Januar es mit ansteht und dann halt insbesondere nach dem 6. Januar. Und alle, die jetzt hier diesem Video so lange zugeschaut haben und dann jetzt noch viele Fragen haben, die würde ich einladen, dass ihr halt auch in Form von Kommentaren unter dieses Videos zum einen ihre Fragen stellen, was interessiert sie noch, vielleicht auch Themen, die wir einmal zu dritt behandeln sollten. Vielleicht halt auch so aus der Kombination daraus, ich als Händler, ihr beide eher als diejenigen, die sich mit der Geopolitik und auch den Kursentwicklung der Wirtschaft, das mit auskennt. Ich glaube, das könnte noch ein spannendes Thema werden. Deshalb Frage an alle, was interessiert euch? Schreibt es unter uns in die Kommentare, damit wir zu dritt darauf eingehen können. Und ansonsten Daumen nach oben für dieses Video, wäre natürlich auch total klasse. Vielen Dank, Tim. Ganz, ganz nett von dir. Macht riesig Spaß auf dem Kanal, immer wieder zu Gast zu sein. Danke dir dafür. Und muss eine Sache natürlich sagen. Wie gesagt, alles, was jetzt in der Welt losgetreten wurde, wird an Tempo zunehmen. Die ganze Geschwindigkeit, auch für viele Menschen ist immer alles derzeit so, die Welt dreht sich zu schnell, ich komme nicht mehr mit. Und ich sage mal, das Tempo wird jetzt noch weiter hochgefahren werden. Und nehmt den Druck ein Stück weit raus und schaut dahin, was passiert. Lasst euch nicht von allen Geschichten, die euch erzählt werden, in allen Bereichen einen Bären aufbinden. Wie gesagt, ein Beispiel dafür, es war ja in Deutschland und Europa glasklar, dass Kamala Harris gewinnen wird. Man hat alle möglichen Geschichten da erfunden. Es war für uns beim Investibest, die Fakten im Auge haben, relativ klar, was kommt und was da jetzt auch in naher Zukunft kommen wird. Und deswegen bildet euch eure eigene Meinung. Das gelingt nur mit einem offenen und ehrlichen Blick und natürlich auch der Bereitschaft für etwas Bildung. Geht's da hin und dann sage ich mal, dann hat Donald Trump definitiv mit einer Sache recht, dass ein goldenes Zeitalter vor uns liegt, wenn wir ein Stück Eigenbestimmtheit, für was auch Gold hier natürlich steht, er selber wieder in die Hand nehmen. Ja, es hat riesen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank dem wieder für die Einladung. Wir kommen immer wieder gern und wie gesagt, dann sehen wir uns einfach im Dezember wieder und schauen mal, wo die Preise dann stehen und ja, was Donald Trump bis dahin wieder gemacht hat. In dem Sinne, vielen Dank, Daumen nach oben, YouTube-Kanal abonnieren und bis bald. Bis bald.